Der FSV Schleiz hatte Dienstagabend die Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena zu Gast und über 800 Zuschauer kamen an die Sportstätte am Fasanengarten, um das als Freundschaftsspiel angekündigte Aufeinandertreffen von Landesklasse Thüringen und Dritte Fußballliga zu erleben. Für die Gastgeber aus Schleiz stand vorrangig das Ziel, sich achtbar aus der Affäre gegen den Drittligisten zu ziehen und möglichst lange gegenzuhalten. Jena mit seiner völlig neu formierten Mannschaft begann erwartungsgemäß druckvoll und schon in der vierten Spielminute verwandelte Schimak einen Freistoß zur 1:0-Führung für die Gäste. Der vom Bundesligisten Mainz nach Jena gewechselte Tscheche traf dann noch einmal in der 21. Minute zum 2:0. Der FSV Schleiz hielt trotzdem überraschend stark dagegen, sodass sich die Jenaer Angriffe immer wieder in den Abwehrreihen verzettelten. Nicht zuletzt bot der Schleizer Torhüter Thomas Basold eine respektable Leistung und verhinderte mit einigen Glanzparaden eine höhere Torausbeute des Drittligisten. Jena-Trainer Heiko Weber hatte für die erste Halbzeit die Spieler Landega, Miatke, Schmidt, Vogt, Zickert, Ronneburg, Schimak, Siefkes, Pichino und Ullmann sowie Torhüter Moritz aufs Feld geschickt. In der Pause wechselten die Gäste das Team komplett und es liefen Krob, Schulz, Maul, Krause, Doro, Eckhardt, Fries, Lemke, Brinkmann und Grüneberg auf, während Siefkes das Tor hütete, aber erwartungsgemäß kaum gefordert war. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es einen Foul im Schleizer Strafraum. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ullmann sicher. Wie wichtig ist für den FC Carl Zeiss Jena dieses Spiel in Schleiz? Dazu Trainer Heiko Weber in der Halbzeitpause. Für den Trainingsprozess ist es sehr wichtig. Nur wir hätten heute gedacht, dass es ein bisschen freundschaftlicher zu Werke geht. Aber es lag auch an uns selbst. Und jetzt steht es aber nur 3:0, machen wir in der zweiten Halbzeit unser Tor. Doch ganz so einfach war es dann doch nicht, denn auch der aus Gera nach Schleiz gewechselte Torhüter Clemens Bierbaum zeigte wenig Respekt vor den Gästen und musste sich lediglich in der 71. Minute gegen Grüneberg und in der 75. Minute gegen Eckhardt geschlagen geben. FSV-Trainer Thomas Lauke dürfte also durchaus zufrieden mit dem Schlussergebnis von 0:5 gewesen sein, denn immerhin trennen Schleiz und Jena 4 Spielklassen. Für die Zuschauer war es ein unterhaltsamer Fußballabend, der nach Abpfiff der Partie noch die günstige Gelegenheit bot, das eine oder andere Autogramm von den Spielern des FC Carl Zeiss Jena zu holen, die nun am Donnerstag in einem weiteren Freundschaftsspiel daheim im Ernst-Appel-Sportfeld den FC Bayern München empfangen.